Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht heute um ein Thema, das Ihnen allen oder fast allen vertraut ist, um Sexualität. Es geht aber auch, und das lässt sich nicht vermeiden bei dem Thema, um die Schattenseiten der Sexualität und um die Folgen, die die Pornografie hat, vor allem für die jungen Leute. Ich rede heute mit Melanie, Herr Romeike. Ihr, kann man sagen, Künstlername in dem Zusammenhang. Sie sind bekannter, Sie heißen Manuele Romeike in Ihrem Pass, aber sind bekannter als King Orgasmus One. Und das sieht man ja auch schon. Sie sind Rapper und stolz darauf, glaube ich, der erste sogenannte brutaler Rapper gewesen zu sein 1999. Und Sie sind auch Pornoproduzent. Wir werden also von Ihnen mal hören, was da wirklich los ist in diesem Bereich. Aber fangen wir doch mit Ihnen, gleiten wir ganz elegant zu Ihnen, Herr Romeike. Als Rapper haben Sie den Namen King Orgasmus One. Und stimmt das, Sie sind der Erfinder des Brutalo-Raps? Waren Sie der Erste sozusagen in Deutschland? Brutalo-Rap nicht. Es ist einfach ein bisschen erotischer und ich habe das Wort Porno-Rap. Porno-Rap. Ja, und Sie sind ja auch Pornoproduzent. Ja. Ja, das ist übrigens keine ungewöhnliche Kombination. Also wissen viele nicht. Es gibt auch in Amerika sicherlich unter ihren Vorbildern auch Rapper, die gleichzeitig Pornoproduzent sind. Das scheint irgendwie dicht beieinander zu sein. Damit wir ein bisschen genauer wissen, wovon wir reden. Eigentlich wollten wir einen ihrer Songs einblenden, aber dann haben wir doch Skrupel bekommen in Bezug auf die Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber wir sollten noch ein bisschen wissen, wovon wir reden. Und ich lese mal einen ihrer Texte vor, wenn es recht ist. Das heißt, du nichts, ich Mann. Dazu treten Sie cool auf, wie die Rapper das machen. Und dann gibt es so eine scharfe Musik und Sie haben so eine Mütze auf. Ja, und die Brille, ist das Ihr Markenzeichen? Das war damals, also es war ein Hobby, die Musik zu machen. Und damals hat man eben, da war ich auch noch jünger, und da hat man einfach provokant jetzt auch mal alles Mögliche von sich gegeben. Und da kam eben imagemäßig der Satz eben auch raus so. Aber heutzutage ist es ja mein Beruf und die Sachen haben sich auch geändert. Und gut, die CD ist auch indiziert worden. Dann lese ich mal einen Text vor von 2005. Ich kann auch einen von 2006 vorlesen, aber der ist mir zu hart. Ich lese den harmloseren vor. Frauenfeind, Frauenfeind. Mädel, deine Sprüche sind alle für'n Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Ich komme nicht klar mit deinem Rumgelaber. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Halt dein Maul, Frau. Du gehst mir auf den Sack. King Orgasmus One fickt jetzt tief in deinen Arsch. Fotze. Mach mir was zu essen und danach gehst du putzen. So, wie sich das gehört. Warum denkst du, du wärst was Besonderes? Du bist keine Lady. Du bist eine Hure. Hure, du dumme Hure. Refrain ist Hass, Frau. Du nichts, ich Mann. Ja, das ist jetzt derselbe Track schon wieder, das gleiche, wo wir eben drüber gesprochen. Fick mich und halt dein Maul. Ich könnte auch härteres vorlesen, das will ich uns jetzt ersparen. Aber das war ja der gleiche Song, sagen wir es mal. Welcher? Der indiziert wurde, was Sie vorher gesagt haben. Du nichts, ich Mann, das ist der Sinn. Ja, ja. Ja, deswegen lese ich auch von vor. Der Sorte ja jede Menge. Also ich kann auch eine Strophe von diesem Jahr vorlesen, ja. 2006 von Ihrer neuesten CD. Fick mich in die Fresse, du bist eine Doppelhure, ich fick in deinen Arsch, ich bitte um Entschuldigung, und danach leckst du ab. Blase, bis du kotzt, aber kotz auf meinen Schwanz, Deep Joes in dein Maul, bis die Fotze richtig brennt. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Nö. Nee? Es ist für mich, also ich mache Musik, das habe ich damals angefangen, und für mich ist das auch eine Art Kunst. Das ist auch nur eine Art Provokation, aber sind auch halt Texte natürlich drinne jetzt mit einem anderen Hintergrund und nicht wie nur so eine Sache. Wie kommt man eigentlich? Sie schreiben selber die Texte. Ja. Wie kommt man da drauf? Es kommt ja aus Ihrem Kopf, aus Ihrer Fantasie. Wie kommen Sie da drauf? Ist es das, was Sie auch anmacht? Was Ihnen gefällt, oder singen Sie das nur, weil sich das gut verkauft? Nee, ist halt wie so ein bisschen so ein Porno, bloß in einer Art von Musik, hart,
Und mit der Musik ist es so eine Sache, ja, entweder ist es hart oder zum Feiern, so zur halt, ja, halt auch ein bisschen Party-Stimmung. Also das. Bitte. Glauben Sie denn, Sie provozieren damit? Wen provozieren Sie denn? Die Eltern kennen alle nicht ihre Texte. Die Jugendlichen kennen alle ihre Texte. Aber die provozieren sie nicht. Ja gut, aber ich mache ja nicht nur für die Jugend. Also meine Zielgruppe ist ja nicht darauf hinaus, dass ich jetzt unbedingt immer nur die jungen Leute damit ansprechen möchte. Also ich weiß, dass ich halt auch extravagante Lieder mache, die halt auch für das ältere Publikum sind. So. Ach so. Oh. Herr Rummage, sagen Sie, ist schon ich klar. Ich bin halt auch nicht in den Medien so drin, dass ich jetzt auf Viva laufe und sowas alles. Herr Rummage, Ihnen ist schon klar, dass es ziemlich menschenverachtend ist, oder? Sie sind ja nicht blöd, oder? Ich unterstelle mal, dass Sie nicht blöd sind. Sind Berliner, sind ein Junge, der das Leben kennt. Sie wissen schon, dass es ziemlich menschenverachtend sind. Oder sind Frauen keine Menschen? Können wir auch darüber reden? Nee, na klar. Das ist ja, ja. Sagen Sie mal, Ihre Freundin, was sagt die so? Ja, die findet Musik scheiße. Wahrscheinlich vor allem ihre Musik, ne? Naja, generell hier deutschsprachige Rap-Musik so. Ach, der ist schon lieber, sie versteht nichts mehr. Nee, das nicht, aber es ist halt so eine Sache, so. Das ist halt mein Ding. Ich feiere das ja auch selber, wenn ich so eine Sachen mache. Also jetzt, wie gesagt, das sind auch ältere Sachen. Und das eine war jetzt hier so ein, das nennt man in der Hip-Hop-Szene, so eine Battle-Musik so halt, wo man ein bisschen härter drauf. Aber ich spreche auch Themen an. Wie reagiert eigentlich Ihr Publikum? Und wer ist Ihr Publikum? Sind alle möglichen Leute vertreten. Wie alt? Mehr Jungs als Mädchen oder mehr? Ja, Mädchen? Sind mehr Jungs als Mädchen. Wie viel? In welchem Verhältnis? Ich sag mal so 70-30. Mhm. 70%. Und in welchem Alter? Es geht von, würde ich mal sagen, 16 aufwärts. Bis wohin? Bitte? Von 16? Ja, sind jünger, ne? Was meinen Sie, Frau Schwombrot? Wir fragen die Expertin. Die erzählen Ihnen, Sie sind 16, aber wie alt sind die? Ich sehe auch die Leute auf dem Konzert. Also die Sache ist ja so, dass die meisten Konzerte sowieso ab 16 freigegeben sind. Ja, ja, deswegen sind die auch noch nicht da, aber hören tun die das alle. Gut, aber dafür kann ich ja nichts, wenn die im Internet das rumsurfen, das Internet, da sind die größten, perversesten Sachen. Und je härter, desto besser, so nach dem Motto. Und die Kinder haben das sowieso, oder jüngere Leute haben das sowieso auf dem Handy oder weiß ich was. Herr Rode, haben Sie ganz recht, Herr Rummage. Sie sind ja nicht der Einzige, der sowas macht. Sie sind jetzt nur gerade, jetzt sitzen Sie hier, jetzt müssen Sie uns dazu mal Rede und Antwort stehen. Ja. Und das ist doch eigentlich schon ganz gut, dass Sie hergekommen sind. Dafür bedanke ich mich, denn Herr Bushido hat abgesagt. So, der hat nicht die Eier gehabt, wie man sagt, zu kommen. Sie haben sie und sitzen da. Sagen Sie, Sie produzieren, ich sagte es eben, seit 2003 auch Pornos. Ich vermute mal, das ist nicht so der Kunstwille, das ist eher auch der Wille, was zu verdienen. Denn mit Pornografie hat man, glaube ich, eine Gewinnspanne von 500 bis 1000%. Sie produzieren diese Pornos in Prag. Und nach eigenen Worten werden die Darsteller und Darstellerinnen kommen aus den verschiedensten Ecken, aber werden auch angeboten von Agenten aus Osteuropa. Wir ahnen, was das bedeutet. Ich wüsste jetzt gerne von Ihnen, Sie machen seit 3 Jahren Pornos. Ich wüsste gerne von Ihnen, was ist das Erfolgsrezept bei einem Porno? Was muss man tun und zeigen, damit man damit Kasse macht? Worauf kommt es an? Also sagen wir mal so, also die große Kasse mache ich jetzt noch nicht mit den Pornos, weil ein richtiger, sagen wir mal so, wenn eine feste Firma, die muss im Monat 5 Filme rausbringen, damit sie überhaupt anerkannt wird. Und ich mache schon drinne so mein Humor da drin, also ich mache Kunst, auch zwischen diesen Pornosachen. Also das mit der Kunst, das kommt langsam aus allen Pornos, ja. Aus allen Pornos schallt mir das Wort Kunst entgegen, das ist nicht ohne Komik. Die sind halt wirklich anders als ein normaler Porno, so, wo man hier Licht anmacht, hier Hotel und zack, zack. Sondern es ist, ja, so wie es in meiner Musik ist, dass man halt das auch mal ein bisschen nicht zu ernst nehmen sollte, auch ein bisschen mit...